rote Felsen von Helgoland und die Magie des Meeresleuchtens. Hier leben Menschen, die wie ihre Vorfahren noch immer mit der Fischerei ihren Lebensunterhalt verdienen. Die bedrohte Tierwelt kann im Watt überleben, weil die Menschen gelernt haben, behutsam mit der Natur an der Küste umzugehen. Versunkene Städte. Gewaltige Sturmfluten haben im Mittelalter die Nordseeküste zerstört. Bei Ebbe gibt das Meer die Spuren manchmal wieder frei. Die Route von die deutsche Nordseeküste führt heute von Hamburg über Friedrichskoog, Helgoland und Pellworm bis zu den Halligen. Die Alster mitten in Hamburg. Kanäle und kleine Flete ziehen sich von ihr aus bis zum Hafen. Mehr als 2600 Brücken führen über die vielen Wasserläufe. Hamburg, Venedig des Nordens und Hafenstadt mit Weltbedeutung. Der Nord-Ostsee-Kanal im Norden von Hamburg. Er erspart den Schiffen auf dem Weg in die Nordsee einen bis zu 900 Kilometer langen Umweg um die Nordspitze Dänemarks. Nördlich der Schifffahrtsroute beginnt das Wattenmeer. Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer hat mehr als 4000 Quadratkilometer Fläche und ist der größte in Deutschland. Die strengste Schutzzone des Nationalparks. Lebensraum für Säugetiere, für die Fische die einzige Nahrungsquelle sind. Zu Hunderten liegen sie auf den Sandbänken, wo sie ihre Jungen werfen und großziehen. Umweltgifte und Jäger haben den Seehunden in der Vergangenheit das Leben schwer gemacht. In den 1970er Jahren waren sie fast ausgestorben. Erst nachdem 1973 die Jagd auf sie verboten und der Nationalpark eingerichtet wurde, hat sich der Bestand erholt. Hallo und herzlich willkommen in der Demonstration Friedrichskoog. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Technik Morgenfutter. Die Seehundstation Friedrichskoog. Hier haben im Watt hilflos aufgefundene Meeressäuger bei Eva Baumgärtner und ihren Kollegen eine Heimat auf Zeit gefunden. Also mein Traum war es eigentlich immer, mit Tieren zu arbeiten. Und ich bin dann durch Zufall hier gelandet und hier habe ich eigentlich alles, was ich wollte. Das war ein Glücksgriff. Finde ich bereichert mein Leben schon, hier oben zu sein. Eva Baumgärtner kam vor 3 Jahren aus Süddeutschland an die Küste. Der nahe Kontakt zu den Tieren fasziniert sie jeden Tag aufs Neue. Man darf nicht vergessen, das sind Wildtiere und das ist eben auch dann Anliegen von uns, dass den Besuchern, die zu uns kommen, dass das klar ist, dass es nicht die niedlichen Kuscheltiere sind, sondern dass es eben Wildtiere sind, die sehr wehrhaft sind, die beißen können, die uns eigentlich als Feind auch ansehen. Bei uns im Wattenmeer hat der Seehund keinen natürlichen Feind. Da sind wir also praktisch die Störenquelle. Die Vorführungen mit Seehunden und Kegelrobben bringen der Station das Geld für die Forschungsarbeit. Die Stars sind die Dauerbewohner der Station. Lilly, Lümmel, Mareike und Heim. Die Tiere wurden verletzt im Wattenmeer gefunden oder kamen in der Seehundstation Friedrichskoog zur Welt. Ganz anders diese Jungtiere, sogenannte Heuler. 50 bis 80 von ihnen werden jedes Jahr an der Küste aufgefunden und in die Station gebracht.
In einem abgeschiedenen Gehege der Seehundstation werden die Heuler dick gefüttert. Niemand außer den Pflegern darf hier sein, denn die Heuler sollen weitgehend ohne Kontakt zu den Menschen aufwachsen. Für viele Wochen sind die Tiere in Eva Baumgärtners Pflege. Sie handeln nach ihren Instinkten und beißen gerne. Regelmäßig werden sie auf Parasiten untersucht. Die Jungtiere werden meist kurz nach der Geburt gefunden. Dann wiegen sie nur 10 Kilo. Sobald sie auf 25 Kilo zugehen, können die Tiere wieder in die freie Wildbahn. Das ist das Gewicht, das sie normalerweise zum Zeitpunkt des Abstillens vom Muttertier haben. Am Friedrichskoger Hafen wartet bereits das Boot. Bei Niedrigwasser werden die Heuler ausgesetzt. Etwa 2000 Seehunde werden jedes Jahr im Wattenmeer geboren. Gut 600 von ihnen sterben, bevor sie das erste Lebensjahr erreicht haben. Das ist bei Wildtieren normal. Wenn sie als junge Tiere nicht genügend Fisch fangen können, sind sie anfälliger für Krankheiten. Ich bin nicht traurig, wenn die Tiere über Bord gehen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, die Tiere können wieder in die Nordsee, da gehören sie hin und nicht hier in Gefangenschaft. Das ist schon ein gutes Gefühl. Der Harlunder Jet, der größte Katamaran in der deutschen Bucht. Mit 570 Passagieren an Bord saust er im Sommer täglich über die Wellen der Nordsee. Das Schiff ist für Wellen von bis zu 4 Metern Höhe gebaut. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern braucht der Katamaran nur 3 Stunden von Hamburg nach Helgoland. Helgoland liegt 150 Kilometer Luftlinie entfernt von Hamburg. Die einzige Hochseeinsel Deutschlands. 700 nach Christus siedelten hier die Friesen. Zur Hansezeit war es ein gefürchtetes Piratennest. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden große Teile der Insel wegen ihrer militärischen Anlagen von den Alliierten gesprengt. Helgoland ist wegen seines besonderen Klimas heute Seeheilbad und aufgrund seiner Lage im offenen Meer ein Paradies für Seevögel, die zu Tausenden an den 60 Meter hohen Klippen nisten. Die lange Anna, das Wahrzeichen Helgolands. Dicht an dicht drängen sich auf dem freistehenden Felsen Bastölpel und Lummen. Lummen brüten meist an Felsvorsprüngen und legen nur ein Ei, direkt auf den nackten Stein. Nur 3 Wochen versorgen die Lummen ihren Nachwuchs mit Futter, dann wird er aus dem Nest geworfen und ist auf sich allein gestellt. Helgoland hat rund 1200 Einwohner. Fast alle leben vom Tourismus. Die Insel lockt zahlreiche Tagesausflügler an. Kleine Boote bringen sie von den Ausflugsschiffen an Land. Doch hier leben auch Menschen, die sich dafür interessieren, was unter der Wasseroberfläche vor der Insel passiert. Der Meeresbiologe Arne Malzahn erforscht die Kleinstlebewesen im Meer, Plankton. Dafür zog er vor 8 Jahren auf die Insel. Wissenschaftler erkannten früh das Potenzial der Hochseeinsel und entwickelten sie zu einer anerkannten Forschungsstätte. Hier wurde 1845 der Begriff Plankton geprägt. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde auch das Forschungsinstitut weitgehend zerstört.
und erst 1959 wieder eröffnet. Bis heute widmet es sich dem Plankton. Ohne Plankton kein Leben. Ein Großteil der pflanzlichen Produktion im Ozean kommt von planktischen Kleinstalgen, also Mikroalgen, die eben den CO2 fixieren und daraus organische Materie aufbauen. Und wenn wir den Teil nicht hätten, dann würde es kein Leben im Ozean geben. In den Säcken züchten wir Mikroalgen unter unterschiedlichen Nährstoffbedingungen. Zu Plankton gehören zum Beispiel Kleinstkrebschen. Der Großteil der planktischen Organismen ist, ich sag mal, unterhalb von einem Millimeter groß. Das macht aber trotz alledem den Großteil der Biomasse aus, die im Meer zur Verfügung steht. Im Labor wird experimentiert, draußen im Meer dagegen herrschen reale Bedingungen. Arne Malzahn erforscht die komplexe Nahrungskette rund um den Roten Felsen. Täglich fährt er mit dem Forschungsboot hinaus, um frisches Plankton zu fischen. Helgoland ist ein ideales Revier für die Meeresforschung. Der Sockel der Insel ragt tief ins Meer und ist um ein Vielfaches größer als seine Spitze über Wasser. Ein einzigartiger Lebensraum für Algen und Quallen, aber auch für Seehunde und den berühmten Helgoländer Hummer. Plankton ist der Ursprung des Lebens unter Wasser. Das Boot hat die Postgartenseite Helgolands erreicht. Das meterlange Planktonnetz mit dem Netzbecher wird nun von Bord gelassen. Etwa 15 Minuten schleppt der Kapitän das Netz durch das Meer vor der langen Anna, bevor Arne Malzahn es dann mit den gefangenen Mikroorganismen wieder an Bord hieft. Ich finde es einfach spannend, diese Vielfalt, die man zu sehen bekommt, ist überwältigend. Und es verändert sich übers Jahr sehr stark. Und ich sag mal, diese Veränderungen live sozusagen mitzuerleben, die hier im Wasser passieren, das fasziniert mich immer wieder. Plankton ist fast unsichtbar. Höchstens einen Millimeter groß sind die Organismen, die Arne Malzahn aus dem Meer holt. Arne Malzahns Forschung liefert Indizien für den Klimawandel. Nicht nur die Art des Planktons hat sich geändert, auch die Fraßfeinde sind nun andere. Bei Fischen können wir das sehen, dass sich also zum Beispiel der Dorsch, der als Beispiel für eher kälteliebende Art gut genommen werden kann, aus der Nordsee eher nach Norden verschiebt und zum Beispiel die Streifenbarbe, die eher eine wärmeliebende Art ist, von Süden einwandert oder zum Beispiel auch Sardinen und Sardellen. Also Arten, die wir eigentlich eher in der Biskaya oder im Mittelmeer erwarten würden, finden wir vermehrt hier. Das macht mir natürlich schon ein bisschen Angst, weil diese Veränderungen sind jetzt so dramatisch schnell, dass die Organismen wenig Zeit haben, sich anzupassen. Was sonst in, ich sag mal, evolutionären Zeitskalen stattgefunden hat, findet jetzt sehr, sehr, sehr schnell statt. Die Meeresbiologen sind die Ersten, die die Auswirkungen des Klimawandels auf das Leben in der Nordsee beobachten. Aber es gibt ein Phänomen auf Helgoland, das Arne Malzahn immer wieder mit der Realität versöhnt. In den Planktonfang sind winzige Organismen geraten. Im Sommer treten sie in großen Mengen auf. Durch eine chemische Reaktion erzeugen sie ein magisches Licht, das Meeresleuchten. Die Meeresleuchttierchen, genannt Noctiluca, wurden vor 200 Jahren auf Helgoland entdeckt und hier erstmals beschrieben. In diesem Röhrchen läuft das Gleiche ab, was auch beim Meeresleuchten abläuft. Hier findet eine enzymatische Reaktion statt. Wenn man Energie dazu gibt und das Enzym Luciferase hat und den Farbstoff Luciferin, dann gibt es dieses grüne, fluoreszierende Licht. So ein Abend, wenn man mit dem Boot durch Meeresleuchten fährt, das tröstet schon über viel hinweg und
gibt einem doch wieder ein gutes Gefühl, dass vielleicht alles in Ordnung ist oder besser wird. Auch wenn es dann nur für den Augenblick ist, fühlt es sich zumindest gut an. Helgoland. Einsamer Felsen im leuchtenden Meer. Weiter südlich ragt im Wattenmeer ein von Menschen gebauter Koloss empor. Die Mittelplate, Deutschlands einzige Ölbohrinsel. Benannt nach einer Sandbank, auf der die Plattform 1986 errichtet wurde. Auf einem Raum, der in etwa so groß ist wie ein Fußballfeld, leben und arbeiten gut 100 Männer und Frauen. Unter der Sandbank liegen noch 30 Millionen Tonnen Erdöl, die in den nächsten Jahren gefördert werden sollen. Zurzeit liefert die Mittelplate 3% des deutschen Erdölbedarfs. Schwarzes Gold, das sich aus Pflanzen und Plankton in Millionen Jahren auf dem Grund der Urmeere abgelagert hat. Das Öl der Mittelplate ist schwer, wegen seines hohen Paraffinanteils, daher begehrt im Straßenbau. Mittelplate, mitten im Nationalpark. Damit kein Öl entweicht und Schaden anrichten kann, wurde die Plattform komplett in eine Stahlwanne gesetzt. In Sichtweite der Mittelplate liegt das Vogelparadies Trischen wie eine Sichel im Meer. Dieser Brut- und Rastplatz für Seevögel ist für Menschen gesperrt. Mit einer Ausnahme. Im Sommer lebt eine Vogelwartin auf der Insel und zählt die Bruterfolge. Dieses Jahr ist es die Biologin Janina Spalke. In der Hütte auf Stelzen lebt und forscht sie für den NABU Schleswig-Holstein von Mitte März bis Mitte Oktober. Das war immer so ein absoluter Traum und ich glaube, näher dran sein als hier kann man fast gar nicht. Also dadurch, dass ich auch allein bin und so viel Zeit habe zu beobachten und auch mit der Hütte eigentlich mitten im Brutgebiet stehe und im Rastgebiet, ich glaube, das ist einfach schon ziemlich privilegiert hier für mich, was ich hier erleben darf. Wo der Mensch einfach mal ganz demütig sich zurückzieht und sagt, hier lassen wir einfach mal die Natur Natur sein. Janina Spalkes Gefährten auf Trischen sind Möwen und Austernfischer. Da zähle ich einfach alle zwei Wochen alle Vögel, die hier auf der Insel sind. Dann musste ich eigentlich das ganze Frühjahr bis jetzt im Sommer hinein die Brutvögel erfassen, also wie viele Vögel hier tatsächlich brüten. Das sind alles Daten, die wattenmeerweit erhoben werden und dann also auch mit den Niederlanden und Dänemark zusammen und die dann ausgewertet werden. Und da geht es dann einfach darum, abzuschätzen, wie geht es den Populationen der einzelnen Vögel. In den letzten Jahren schrumpften einige Seevögelpopulationen. Warum, weiß noch niemand. Um herauszufinden, wie groß der Bestand heute ist, vergleicht Janina Spalke die Brutzahlen des Frühjahrs mit der Anzahl der Jungvögel, die Stürme und Überflutungen am Ende des Sommers überlebt haben. Janina Spalke fürchtet sich weder vor Unwetter noch vor Krankheit. Gegen die Einsamkeit hilft ihr ein diszipliniert durchgeplanter Tag. Das Verrückte war eigentlich, wir haben angelegt oder sind halt auf die Insel draufgefahren. Ich habe den Turm gesehen und die Hütte und habe gedacht, das war genau die richtige Entscheidung. Das wären 7 ganz gute Monate. Und dann war es eigentlich auch vom ersten Moment an ein gutes Gefühl. Irgendwann fand ich es auch nicht mehr komisch, am Strand zu laufen und zu wissen, es ist einfach niemand anders da. Also sonst habe ich immer gedacht, irgendwo müssten ja mal Leute sein. Also das ist ja natürlich das, was man kennt von anderen Inseln. Aber ich war einfach total froh. Das war dann meine Insel hier für diesen Sommer. Und ja, es war einfach nur ein ganz, ganz gutes Gefühl. Janina Spalkes einziger Kontakt zur Außenwelt ist das Versorgungsboot, das einmal in der Woche kommt. Hallo Janina, komm an Bord.
Der pensionierte Krabbenfischer Axel Rohwedder bringt Lebensmittel und Post. Das ist schon so meine Verbindung zum Festland. Und Axel kommt immer, bringt einfach alle Sachen, die ich brauche, kümmert sich. Wir machen irgendwie an Bord nochmal ein gemütliches Frühstück oder so. Und das ist schon irgendwie natürlich gut, einmal in der Woche mit jemandem persönlich zu reden, nicht nur am Telefon. Danke. Mach's gut. Tschüss. Vor den Novemberstürmen muss Janina Spalke Trischen wieder verlassen. Sie weiß, ihr Paradies hier weit draußen im Meer gehört vor allem der Natur. Weiter geht es zur Halbinsel Eiderstedt. Im Binnenland hinter der Küste reiht sich Bauerndorf an Bauerndorf. Störche nisten auf den Dächern und auf den von Menschen extra aufgestellten Pfählen. Das Marschenland ist besonders nährstoffhaltig und daher gutes Ackerland, ideal für Gemüse. In Dithmarschen liegt eine der Kohlkammern Europas. Im Herbst ist Erntezeit, auch auf dem Hof von Rainer Karstens. Wenn Sie jetzt aufs Feld gehen und schneiden diesen Kohl ab, dieses Knacken und dieses Krachen, das hört man nur, wenn man ihn selber schneidet. Dann kriegt man richtig Appetit darauf, nicht? Wenn da wirklich nur lauter pralle Kohlköpfe stehen, dann bin ich ganz stolz und ganz glücklich. Und dann geht mir das so, dass ich so eigentlich fast die Kraft von diesem Feld spüre. Nicht? Wenn Sie über so ein Feld gehen, was richtig prall dort steht und Sie gehen da durch und denken nicht an die sonstigen Probleme, die Sie vielleicht noch haben, dann merken Sie richtig, was für eine Kraft in diesem Feld steht. Rainer Karstens ist einer der größten Kohlbauern in Dithmarschen mit 600 Hektar Anbaufläche. Er hat sich früh dafür entschieden, Landwirt zu werden. Schon mit 20 hatte er den ersten eigenen Hof. Auch seine Großeltern waren hier Bauern. Das Geheimrezept vieler Generationen von Kohlbauern im Dithmarscher Land ist das maritime Klima und der Sinn für Innovation. Die Erntemaschine mit selbstfahrendem Traktor und Laufband ist eine Dithmarscher Erfindung, effizient auf den ebenen Kohlfeldern. Geerntet werden 80 Millionen Köpfe pro Jahr. Die Erntehelfer kommen in der Kohlsaison zwischen September und Oktober hauptsächlich aus Polen nach Schleswig-Holstein. Ohne sie könnte Rainer Karstens den Bioschatz des Marschenlandes nicht heben. Ein Landwirt möchte Nahrungsmittel erzeugen und möchte diese Nahrungsmittel voller Stolz verkaufen. Wir wollen also gute Nahrungsmittel herstellen, die wir dann irgendwo im Laden wiedersehen und sagen können, guck mal, das habe ich hergestellt und du kannst es essen. Der Westhof. Hier ist Rainer Karstens zu Hause. Er hat den traditionell bewirtschafteten Gemüsehof schon früh auf Bio umgestellt. Auslöser für ihn war das erste große Reaktorunglück Tschernobyl 1986. Seit unsere Kinder geboren sind, wurden wir auf jeden Fall schon mal kritischer, was unser Essensverhalten anging, was man den Kindern geben möchte zu essen. Ich möchte verantwortungsvoll Lebensmittel erzeugen. Und da war für mich einfach der Bio-Gedanke der Nächste, um
eben zu zeigen, ich mache mir Gedanken. Ich möchte so wenig wie möglich Schadstoffe in das Produkt, aber auch in die Umwelt bringen. Der größte Teil der Ernte geht in die Sauerkrautproduktion für die Supermarktketten. Bis auf den Leckerbissen, die Ackerpille, eine extra zarte Eigenzüchtung von Rainer Carstens. Die genießt er persönlich am liebsten mit Buttersoße und Deichlammfilet. Das Aroma der Küste, Kohl aus Dithmarschen. Schon morgen geht die Ernte hier weiter. Die Eider, mit 188 Kilometern der längste Fluss in Schleswig-Holstein. Sie mäandert quer durch das Land. In der Wikingerzeit war die Eider die Grenze zwischen dem Frankenreich im Süden und den dänischen Königreichen im Norden. An ihrer 2 Kilometer breiten Mündung beginnt das Wattenmeer der Nordsee. Hier liegt das Eider-Sperrwerk, eine gigantische Barriere gegen Sturmfluten, gebaut in den späten 1960er Jahren. Und ein Magnet für Besucher, die frei auf der Galerie zwischen den enormen Fluttoren spazieren gehen. Bis heute verhindert das Eider-Sperrwerk bei hohen Fluten das Einbrechen von Wassermassen ins Landesinnere und verheerende Überschwemmungen wie 1962. Durch die Absenkung auf der Flutseite entstehen gewaltige Strömungswirbel. Die Tore sind, außer bei Sturmflut, nie ganz geschlossen, damit das Tidewasser weiter ein- und ausströmen kann. Nördlich des Sperrwerkes, auf der Halbinsel Eiderstedt, liegt an deren äußersten Zipfel das Nordseebad St. Peter-Ording. Sand und Strand, 12 Kilometer lang und bis zu 2 Kilometer breit. Die Pfahlbauten mit ihren Badekabinen, Restaurants und Surfstationen sind das Wahrzeichen des Ortes. 1911 wurde hier der erste Pfahlbau auf einer Sandbank gebaut. Die Bauten halten selbst bei Sturmfluten den Wellen der Nordsee stand. Die Reise geht weiter zum Westerhever Sand. Der Leuchtturm mit den 2 Häusern ist das bekannteste Schiffsleitfeuer an der Küste. Hier arbeiten junge Menschen für ein Jahr ehrenamtlich als Naturschützer. Es ist total urig eigentlich, weil es ist natürlich total ein großes Bauwerk. Und zum anderen steht es auch so wirklich alleine. Und es ist wirklich auch wie so eine kleine Insel, auf die man so kommt. Und dann ist es auch wirklich ein total einprägsames Bild. Und es ist fast schon ein bisschen kitschig, romantisch, aber habe ich auf jeden Fall auch in meinem Herzen irgendwie schon abgespeichert, weil das so wirklich einprägsam ist. Lisa Thoms liebt die Einsamkeit am Meer. Als Freiwillige in einem ökologischen Jahr ist sie täglich draußen aus dem Westerhever Sand, der riesigen Sandbank. Wenn im Sommer heiße Luftschichten auf die kalte Meeresoberfläche stoßen, wehen ferne Bilder der gesamten Küste wie eine Fata Morgana heran. Das ist so ein Moment oder so eine einzigartige Schönheit der Natur, die außer einem selbst überhaupt keiner sieht, einfach weil kein anderer da ist. So fühlt sich das halt an. Und deshalb habe ich halt das Gefühl, dass es gesehen werden will und dass es einfach so ist wie ein Bild, was angeschaut werden möchte. Und dieses Bild ist aber halt nur für diese ganz kleine Sekunde da. Und deshalb muss man jede Sekunde, die man dieses Bild betrachten kann, ausnutzen. In der Schule hat die Abiturientin vom freiwilligen ökologischen Jahr gehört und sich sofort beworben.
In ihrer Leuchtturm-WG hat sie neue Freunde gefunden, Vroni und Nils. Das Kartieren des Wattbodens gehört zu ihren Aufgaben. Es ist dann so, dass man alle 50 Meter hat man eine Probefläche, wo man dann diesen Quadratmeter ablegt mit diesem Zollstock. Und mit den Röhren sticht man rein und holt quasi den Boden raus, siebt es durch und zählt die Organismen, die da drin sind. Und das wurde jetzt auch schon über Jahre hinweg gemacht. Und dann kann man schauen, wie sich das Ganze entwickelt hier, das Watt. Was meint ihr mit Oxidationsschicht? 2, 3 oder 4 Millimeter circa im Durchschnitt. Roni, hast du noch Muscheln gehabt? 6 Seringelwürmer. Eine Wunderwelt im Kleinen taucht aus dem eintönigen Schlick auf. Krebse, Würmer und Muscheln. Alles wird aufgeschrieben und an die Biologen der Schutzstation Wattenmeer weitergegeben. Gerade wenn man jetzt draußen ist im Watt und man kommt wieder zurück, dann sieht man den Turm und man geht halt die ganze Zeit auf ihn zu. Und das ist wirklich sowas, was ja wirklich auch zeigt, irgendwie, ja, da bin ich zu Hause, da will ich hin und das ist sehr schön. Die Halligen, kleine Inseln ohne Deich. Im Sommer sind sie friedliche Paradiese im Wattenmeer. Menschen wohnen auf ihnen. Sie leben vorwiegend vom Tourismus, aber auch von der Landwirtschaft und dem Küstenschutz. Einsamkeit und Idylle. Nur wenige Familien und ihre Tiere haben hier draußen ihr Zuhause. Nahrungsmittel kommen per Schiff. Wenn im Herbst und im Winter die Sturmfluten kommen, wird es ungemütlich auf den Halligen. In vergangenen Jahrhunderten rissen immer wieder große Sturmfluten das besiedelte Land an der schleswig-holsteinischen Küste entzwei, das einst zwischen den Halligen lag. Die Grode Mandränke, wie die Flut aufgrund der hohen Todeszahlen genannt wird, tobte 1362 drei Tage lang über das nordfriesische Land. Sie ließ auch den Ort Runkhold untergehen. Tausende Menschen ertranken. Geblieben sind die Halligen und ein paar Inseln, wie Pellworm. Bei Ebbe scheint alles friedlich im Watt vor der Insel. Doch die Spuren der großen Sturmfluten sind noch da. 3 Kilometer vor der Küste liegt Schlick über den Resten menschlicher Siedlungen. Die Gezeiten stoßen ein Fenster auf und machen das nach Jahrzehnten dann auch wieder das Fenster zu. Machen wir jetzt auch wie die letzten Tage immer mit dem Nordwestwind. Dann schlägt es hier an, dann wird Wattboden abgetragen und dann kommt immer wieder was Neues zum Vorschein. Jeden Tag ist Helmut Bahnsen hier draußen. Sein ganzes Leben lang sucht er schon nach Schätzen der versunkenen Dörfer wie dem sagenhaften Runkhold. Als Fischer und Wasserbauer war Helmut Bahnsen viel im Watt unterwegs. Er weiß nie genau, ob die letzte Flut wirklich etwas freigelegt hat. Diesen Rest einer Trinkwasserzisterne hat der Sturm der letzten Tage auch zum Vorschein gebracht. Hundertprozentig weiß man, hier hat ein Haus gestanden. Also das kann keiner leugnen. Und die Pfähle, und da ist ein Graben, da wo wir hier auch ein Graben, und dann kommt da noch ein paar Pfähle da ganz hinten, das ist auch so weit, ist diese Warf. Eine hölzerne Wasserleitung, 600 Jahre alt.
Sie versorgte die Häuser mit Trinkwasser. Auch sie ist vom Meer nun für einen Moment freigegeben. Weil die Menschen an der Küste vom Teufel besessen waren, so die alten Sagen, habe Gott die Sturmflut geschickt. Die alte Kirche von Pelvorm war einst der mächtigste Dom an der nordfriesischen Küste. Dieser Turm ist Zeuge einer Sturmflut von vor rund 400 Jahren. Der Grundstein der Kirche soll 1095 gelegt worden sein. Heute steht die Turmruine da wie der mahnende Finger Gottes. Mensch, gib Acht. Das Meer kehrt eines Tages mit unbändiger Kraft zurück. Keramikscherben, alte Knochen und Geschirr sind heute die wichtigsten Quellen für unser Wissen über die frühe Besiedelung der Küste. Seit 1971 hat Helmut Bahnsen viele Teile im Watt aufgelesen. Ohne ihn wird das Meer bald die letzten Reste und damit die Erinnerung an die Menschen von damals ganz auslöschen. Anfang der 80er Jahre habe ich im Watt ein Stück Glocke gefunden. Das ist ein kleines, schweres Stück. Und da vermute ich, dass das von dieser Glocke gewesen ist. Das sagenhafte Runkhold lässt Helmut Bahnsen nicht los. Der Sage nach hört man bei Flut die Glocke des Doms läuten, der einst hier unterging. Von der Insel Pelvorm geht es für einen Abstecher zur Küste des Festlands zurück. Diesmal zur nördlichen Seite der Halbinsel Eiderstedt, zum Simonsberger Kog. Menschen und Tiere waren hier meistens sicher vor Sturmfluten und die Bauern reicher als die Siedler draußen am Meer. Seit den 1980er Jahren hat an der deutschen Nordseeküste ein Strukturwandel eingesetzt. Statt mit Landwirtschaft wird in vielen Regionen mit Windkraft Geld verdient. Sogenannte Windparks sind auf den einst vom Meer gewonnenen Landflächen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Nicht jeder ist über die Propellertürme glücklich, die den weiten Horizont zerschneiden. Andere hingegen sehen in ihnen Chancen. Der Wind gehört zur Küste, hat uns in der Vergangenheit ja viel Ärger gemacht als Nordfriesen, weil immer mal wieder die Köge überflutet worden sind. Und es ist schön, dass es nicht nur diese Geschichte gibt, sondern jetzt auch eine neue, nämlich mit dem Wind zu leben und den Wind zu nutzen. Heute erzeugen die Windräder an der Küste bereits mehr als 50% des Stromverbrauches der Region. Wind ist keineswegs mehr der Feind des Menschen, er ist ein profitabler Freund geworden. Hermann Albers ist ein Vorreiter der Windenergie. Er traute sich bereits früh in die Windkraft zu investieren und überzeugte Nachbarn, gemeinsam einen Windpark zu bauen. Mit Frau und Kindern lebt er auf dem eigenen Bauernhof im Simonsberger Kog auf der Halbinsel Eiderstedt. Mein Großvater hat diesen Hof 1917 gekauft. Mein Vater hat das in zweiter Generation in den 50er, 60er und 70er Jahren getan. Und auch ich bin dann als Landwirt 1981 hier eingestiegen und habe damals durchaus noch geglaubt, es würde bei einer nur landwirtschaftlichen Karriere bleiben. Aber es wurde immer schwieriger. Viele meiner Nachbarn mussten aufgeben. Und ich habe darüber nachgedacht, wie kann ich meine Existenz zunächst einmal sichern? Wie können wir aus den Ressourcen, die wir hier haben, gute Böden, gutes Wetter, Feuchtigkeit, Regen, aber eben auch Wind, wie können wir aus diesen Ressourcen etwas machen? Tom
Tochter Tane ist stolz auf den Vater, der mit Wind sein Geld verdient und so grünen Strom erzeugt. Man kann nicht nur vom Boden ernten, sondern man kann auch aus der Luft ernten. Und heute ernten wir den Wind, genauso wie wir den Raps ernten oder den Weizen ernten und machen etwas Sinnvolles daraus, wie auch bei den Nahrungsmitteln, nämlich CO2-freien Strom, den wir brauchen auf dieser Welt, hier bei uns, damit uns die Nordsee nicht flutet und weltweit, damit unsere Menschheitsgeschichte fortgeschrieben werden kann. 13 Windkraftanlagen hat Hermann Albers auf seinem Land hinterm Deich stehen. Strom, der in das öffentliche Netz eingespeist wird. Für das eigene Elektrofahrrad bleibt da genug übrig. Knapp 1 Million Euro kostet eine Windmühle. Nach 15 Jahren hat sie sich amortisiert. Inzwischen bauen viele Küstenbewohner gemeinsam Windkraftanlagen, sogenannte Bürgerwindparks. Mit dem Aufzug geht es hinauf in 78 Meter Höhe. Der Blick über Land und Meer bestätigt Hermann Albers jeden Tag aufs Neue, dass er mit seiner Arbeit etwas zum Erhalt dieser Landschaft beitragen kann. Also wenn man hier oben steht, dann würde man als Nordfriese sagen, Clark Kimming, Brumhart, was so viel heißt wie klarer Blick und freies Herz. Und ich denke, das sagt alles, wie es einem Windmüller geht, wenn er aus einem solchen Maschinenhaus ins nordfriesische Wattenmeer schaut. Das nordfriesische Wattenmeer, ein fragiles Ökosystem, das schützenswert ist. Der Einsatz von alternativen Energien gewinnt immer höhere Bedeutung und ist ein erster Schritt, um die Küste noch für viele Jahrhunderte zu erhalten. In der nächsten Folge geht die Reise auf die Halligen, den Überbleibseln der Sturmfluten der vergangenen Jahrhunderte. Weiter geht es zu den drei Schwestern, Föhr, Amrum und Sylt, den grünen Inseln im Norden des Wattenmeeres.